Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Alle, die heute neu sind, das erste Mal ein Video von mir sehen, ich verbinde mich mit Seelen. Das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast oder an deine Seele oder an die Seele deiner Kinder, Chef, Nachbarn, Arbeitskollegen, egal an welche Seele, dann brauche ich die Fragen dazu. Ich verbinde mich mit der Seele, stelle mich als Kanal zur Verfügung und spreche das aus, was die Seele dir mitteilen möchte. Wenn du ein Suchtthema hast, also ich hatte viele Süchte, ich hatte Bulimie, ich habe geraucht wie ein Schlot und viele andere Süchte. Und ich bin alle befreit davon, von allen befreit. Und die Süchte können Antworten geben. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Frage an deine Sucht hast oder wenn du immer wieder einen Schmerz hast, ja, Kopfschmerz, egal was für ein Schmerz, das möchte dich auf was hinweisen. Also du kannst zum Beispiel fragen, wieso bist du in meinem Leben, zum Beispiel Alkohol? Was willst du mir sagen, wieso ich trinke, zum Beispiel? Dann werde ich die Antworten von deiner Seele bekommen, wieso du das brauchst, wieso das bei dir so ist. Ja, ich habe jetzt schon länger kein Live-Channeling gemacht mit einer Seele, weil ich hatte ja Petra und Bernd, war ja jetzt lang Thema. Die hat sich ja zur Verfügung gestellt, dass sie ihren Seelenwegprozess mitsamt Seelenbotschaften zur Verfügung gestellt hat. Ja, und dann ist überraschend mein Seelenpartner vor einiger Zeit wieder in mein Leben gekommen. Da bin ich ja auch am Berichten immer wieder, was gerade aktuell ist, was sich entwickelt, wie sich es entwickelt. Und jetzt habe ich gedacht, weil es zieht sich sonst so viel, ich habe da ja so viele noch Anfragen, die ich gerne auch dran nehmen möchte. Ja, also heute bist du dran, liebe Beate 88. Ja, du hast mir geschrieben, dass du deinen Seelenpartner schon 3 Jahre kennst und dass ihr Phasen habt, ihr seid wochenlang zusammen, es ist wunderschön. Und dann zieht er sich wieder zurück. Wochenlang. Und so geht es schon seit 3 Jahren. Und du sagst, hast mir auch geschrieben, dass du dann ihn immer fragen möchtest, was los ist, wieso er das so macht. Und er geht da gar nicht so drauf ein, sondern so wie du geschrieben hast, blockt das eher ab. Und du lässt es dann auch so stehen, weil du ja dann lieber die schöne Zeit mit ihm genießen möchtest. Und du hast jetzt eben die Fragen an ihn, wieso er sich zurückzieht und wie es ihm geht, wenn er sich zurückgezogen hat, ob er dich liebt. Ja? Und ich werde ihm jetzt die Fragen stellen. Seiner Seele. In Gedanken habe ich seinen Namen und ich spreche ihn jetzt nicht aus, aber er weiß dann, die Seele weiß dann, wer gemeint ist. Ja? Ich werde mich jetzt verbinden. Liebe Seele, wieso ziehst du dich immer zurück? Wie geht es dir dabei? Liebst du sie? Ja. Ja. Ja, ich bekomme immer nur, ich sage ja, 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 ja.
Ich liebe dich. Es fällt mir schwer zu sprechen, das in Worte zu fassen. Jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, den wir gemeinsam verbringen, ist einzigartig. Ich vergesse alles um mich herum. Ich habe sowas wie mit dir. Diese tiefe Verbundenheit, diese tiefe Leidenschaft noch nie erlebt. Ich möchte, das sage ich dir jetzt, aus meiner tiefsten Seele, mein Leben, mein restliches Leben mit dir verbringen. Doch wie soll das gehen? So schön es auch ist, mit der Zeit erdrückt es mich. Nicht die Liebe zu dir. Ich getraue mich, es nicht auszusprechen, doch du fragst mich jetzt. Ich möchte es dir sagen. Die Phasen der wochenlangen Zurückgezogenheit sind Phasen der Traurigkeit, des Schmerzes. Ich kann es dir nicht genau erklären. Ich kann nur so viel sagen. Es fühlt sich unterdrückt an mit der Zeit. Es ist gerade so paradox. Ich glaube, jetzt kommt es. Weißt du? Ich möchte dir nicht wehtun. Ich möchte dir doch nicht wehtun. Doch du kannst nicht auf eigenen Füßen stehen. Bitte, ich meine das nicht abwertend. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich meine das nicht abwertend. Ich spüre, wenn ich nicht da bin, wie traurig du bist. Ich spüre, wie hilflos du bist. Ich spüre, wie dein Leben keinen Sinn hat ohne mich. Ich spüre, ich spüre, ich spüre dich. Einerseits fühle ich mich geschmeichelt, wie sehr du mich liebst. Wie sehr du mich an deiner Seite haben willst. Doch andererseits erdrückt es mich, wie wir können doch nur zusammen sein, wenn wir beide frei sind. Frei. Frei auch ohne den anderen. Verstehe auch das nicht falsch. Schon gemeinsam, doch jeder frei für sich. Ich ertrage, es erdrückt mich, ich ertrage das nicht. Es fühlt sich wie ein Strick um mich herum an. Und davon muss ich mich. Entschuldigung, ich spüre ihn gerade. Ich muss mich dann wieder davon befreien. Und wenn ich diesen Strick wieder spüre, diese Enge, dieser Druck von dir, bitte verstehe es nicht falsch. Da muss ich wieder, ich muss gehen, ich muss mich erholen. Dann komme ich wieder. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders.
Es fühlte sich leichter an, dass ich es aussprechen konnte. Ich hatte es nicht richtig greifen können, was es genau ist. Doch jetzt, wo du mich fragst, jetzt konnte ich es aussprechen. Und während ich geredet habe, kam es von alleine. Ich bin noch ein bisschen verwirrt und ich liebe dich und ich will dich. Doch wie soll das so gehen? Es erdrückt mich. Bitte, achte auch auf dich. Wer bist denn du? Was willst denn du? Wer bist denn du? Was willst denn du? Ohne mich. In Zeiten. Ohne mich. Oder auch wenn wir gemeinsam sind. Wer bist denn du? Was willst denn du? Eine Zeit lang ist das schön, das so zu genießen. Doch dann kommen Momente und die Phasen, wo ich das nicht tragen kann. Ich kann deine, wie soll ich es nennen, dein, ich kann dich nicht mittragen. Ist das so richtig ausgedrückt? Ich möchte vorsichtig sein, ich will dich nicht verletzen. Ich bin traurig, dass es so ist. Ich konnte es nie benennen, doch jetzt, wo du mich fragst, kann ich es benennen. Bitte, achte auf dich. Wer bist du? Was willst du? Ja, oh, das war jetzt schwer, zum Schluss sehr schwer. Also am Anfang habe ich so sein Herz, so seine Liebe zu dir gespürt, so die Leichtigkeit, und es wurde mit der Zeit immer schwerer und schwerer, und ich merke, oh, ich habe so Verspannungen im Rücken. Im Rücken, ja, das ist, weißt du? Du hast mir ja geschrieben, dass du, wenn er sich zurückzieht, ihm nachschreibst und er meldet sich da nicht so, dass du ja ihn am liebsten immer bei dir haben willst. Und das ist jetzt seine Antwort, weißt du? Jeder Mann oder auch umgekehrt, jede Frau, wenn sie spürt, dass sie ein Mann oder eine Frau switcht es einfach um an der Seite hat, dann ist es doch auch wichtig, dass jeder sein Leben lebt und nicht die Freude und den, ja, nicht alles vom Partner abhängig macht. Dass es dir nur gut geht, wenn er an deiner Seite ist. Dass es nur dir gut geht, wenn er eben da ist. Und das ist das, was er eine Zeit lang gut annehmen kann, weil er genießt es ja dann auch mit dir und dann ist es ja auch schön. Aber irgendwann erdrückt ihn das, weil er spürt, dass du ohne ihn gar nichts mit deinem Leben groß anfangen kannst. Und das kann dann nicht gut gehen. Aber schau mal, er liebt dich so sehr. Das hat es ja schon, wie viel hast du gesagt, 3 Jahre? 3 Jahre läuft es schon und er kommt immer wieder. Und er will dich. Bloß, es geht für dich jetzt darum, dass du hinschaust, dass du bei dir hinguckst, was,
wer bin ich eigentlich? Stimmt, das hat er ja auch gesagt. Acht auf dich, wer du bist und was du willst. Und es ist so wichtig. Als Paar. Das ist echt erdrückend, wenn der andere spürt, dass man nur existiert, sag ich mal, oder überwiegend leben kann oder halt glücklich leben kann, wenn der andere in der Nähe ist. Es geht darum, dass du das in dir finden darfst. Und da spreche ich jetzt auch für alle. Und ich habe das auch durch. Ich habe auch immer gedacht, mir geht es nur gut, wenn meiner an meinen Seelenpartner an meiner Seite war oder wenn er, ja, das, heute weiß ich das, dass das gar nicht geht, das ist ja eine Last. Das kann niemand auf Dauer tragen. Und ihr habt eine große Chance. Es ist wichtig, dass du anfängst zu schauen, wer du bist und was du willst. Und mir kommt jetzt auch gerade zu der Gedanke, wie war die Beziehung zu deinem Vater? War dein Vater für dich da? Und wenn ja, wie war er da? Weil aus so vielen Kundengesprächen und auch, ich kann auch von mir sprechen, wenn die Väter nicht da sind, sie können zwar anwesend sein, aber vom Gefühl her nicht da sein. Oder sie waren wirklich nie da, auch nicht anwesend. Dann sucht man das natürlich im Partner. Er muss einen glücklich machen. Dann wollen wir die Nähe nur mit ihm, weil wir das so von unserem Vater vermisst haben. Aber das geht nicht. Das ist eine totale Überforderung für jeden Mann. Und umgekehrt dann natürlich auch, wenn du jetzt als Mann zuschaust, für jede Frau. Okay. Ja. Da geht's hin, zu schauen und ich möchte dich gerne dabei unterstützen. Und geh mal in dich. Vielleicht wird ein Seelengespräch mit deiner Seele, was heißt vielleicht, das wär wertvoll. Es geht um dich. Du weißt es jetzt. Jetzt kannst du es verstehen, wieso er so ist, wie er ist, wieso es so ist. Und jetzt kannst du entscheiden, was du draus machst. Ich habe viel Handwerkszeug. Ich kann dich in vielem unterstützen. Und du kannst gerne in meiner Webseite nochmal nachschauen. Vielleicht findest du das Passende. Ja? Wenn du jedoch in Arbeit bist, dass du jemanden schon hast, wo du spürst, da erfährst du Heilung. Ja, eine Person, die, wo du spürst, du kannst wirklich vertrauen, dann bleib natürlich da. Ja? Wichtig ist, dass du, wenn du etwas ändern möchtest, wenn du wirklich willst, dass ihr mal zusammenkommt, richtig, dass er sich voll und ganz zu dir bekennt, dann geht es nur über den Weg der Heilung. Okay? Ja, ich kann dich so gut nachvollziehen. Ja, ich kann dich so gut verstehen. Es geht aber nur über den Weg der Heilung. Okay? Ja, ja, meine Lieben. Wollte ich noch was sagen? Ich merke gerade, ich bin noch so ein bisschen in Gedanken von der Seelenbotschaft. Ja, also die Seelenbotschaften von eurem Seelenpartner, Dualseele, Gefühlsklärer, ach, egal, wahre Liebe, ich muss es immer wieder sagen. Ich sage zwar immer Seelenpartner, weil manche halt nur unter dem Wort Seelenpartner
bei YouTube die Videos vielleicht anschauen. Aber im Endeffekt, was heißt aber? Im Endeffekt geht es um die wahre Liebe. Okay? Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Im Endeffekt geht es um die wahre Liebe. Ja. Oh mein Gott. Jetzt ist es weg. Oh, bitte helft mir. Es ist weg. Eben, es geht um die wahre Liebe. Und je schneller, genau, jetzt weiß ich es wieder, die Seelenbefragungen von euren Seelenpartnern sind Gold wert, weil ihr ihn versteht. Wieso er so ist, wie er ist. Wieso er so handelt, wie er handelt. Oder wieso er nicht handelt. Ja, das ist so wertvoll, damit ihr ihn versteht. Und damit ihr die Botschaften, die Hinweise, die seine Seele euch gibt, dass ihr die ernst nehmt. Das ist ja eine Goldgrube. Wie jetzt, du weißt jetzt, was dein Weg ist. Es geht darum, achtsam mit dir zu sein und zu schauen, wer bist du und was willst du? Da geht's hin. Okay? Und die Seelenbotschaften, wie gesagt, von eurem Seelenpartner sind Gold wert. Eure Seelen sind aber genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, weil wir dürfen vorangehen. Was ist der nächste Schritt von deiner Seele? Wo stehst du momentan? Was brauchst du, dass deine Seele, dass du dich mehr entfalten kannst, dass du den nächsten Schritt gehen kannst? Das sind die beliebten Fragen von meinen Kunden an ihre Seele. Und dann, wenn sie der Seele gefolgt sind und haben den nächsten Schritt geschafft, dann kommt die nächste Frage. Liebe Seele, und was ist jetzt mein nächster Schritt? Und so geht es weiter und weiter, bis ihr bei euch angekommen seid. Manche brauchen noch Gespräche zwischendurch. Manche buchen astrologisch noch ein Partnerschaftshoroskop, um auch ihn da zu verstehen, um zu schauen, wie passen sie zusammen, was sind ihre gemeinsamen Aufgaben. Manche wollen ein Horoskop von ihrem Geburtshoroskop, um zu schauen, was sind ihre Ressourcen. Wie entwickelt sich jetzt die Situation, wo sie gerade stehen? Was ist überhaupt jetzt Thema? Was ist jetzt wichtig? Einige buchen die Vier-Schritte-Anleitung, weil es da wirklich erstmal ganz tief um sie geht, um eine Grundheilung. Spürt nach. Geht dann nach eurem Gefühl. Einige haben ein Rundum-Paket. Das ist jeder so, wie er kann und wie viel wert ihr euch das auch seid. Das spielt auch eine Rolle. Und dennoch liegt es mir sehr am Herzen, wenn ihr Personen habt oder eine Person, wo ihr spürt, ihr seid da wirklich gut aufgehoben. Ihr kommt dort in Heilung. Dann bleibt dort. Weil das Wichtigste ist, dass ihr Vertrauen habt. Vertrauen in die Person. Und am besten in eine Person, die den Weg auch durchgelaufen ist, die alles durchlebt hat. Die versteht euch am besten. Oder der kann ja auch ein Mann sein. Aber in der Regel sind es ja die Frauen. Die verstehen euch am besten. Die wissen, wie ihr euch fühlt. Die spüren, wo ihr steht, was euer nächster Schritt ist im Gespräch. Okay? Und ganz wichtig, das sage ich auch immer wieder, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie euch auf.
Und ich habe einige Kunden, die buchen alle 4 Wochen ein 15-Minuten-Gespräch, weil die Fragen haben oder Zweifel haben. Schreibt sie auf. Und in 15 Minuten zum Beispiel, ja, ich denke an ihn, soll ich ihm schreiben, was meinst du? Oder er hat sich gemeldet, was soll ich machen, bitte hilf mir oder gib mir einen Tipp oder wie würdest du so und so, er hat sich gerade so und so verhalten, was soll ich machen? Für das sind die 15 oder 20 Minuten so wertvoll. Und dann wisst ihr den nächsten Schritt. Und dann habt ihr wieder euren Kopf frei und es geht weiter. Weil diese Zweifel, soll ich das tun, soll ich das tun? Ah, soll ich jetzt doch nicht das tun? Oder was ist, wenn ich das so tue? Das kostet unendlich viel Kraft. Und es raubt euch Zeit, Lebenszeit. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Ja? Dann gibt es natürlich auch Coachings, wo es erstmal darum geht, herauszufinden, also Beratungen, die sind nicht in 15 oder 20 Minuten erledigt oder in einer halben Stunde, wenn es darum geht, wieso komme ich immer wieder an den Punkt oder wieso geht es mir da so und so. Da muss man erstmal rausarbeiten, wo der Ursprung liegt. Da gibt es in einer halben oder dreiviertel Stunde nicht die perfekte Lebenslösung, sondern da geht es Schritt für Schritt zu deinem inneren Kern. Ja, aber die 15 bis 20 Minuten, die manche einmal im Monat buchen, oder ja, die sind wirklich nur dazu gedacht, wenn ihr ein paar Fragen habt und ihr merkt, ihr werdet sie nicht los. Ja, also wie was euren Seelenpartner jetzt betrifft, wenn er sich meldet oder ihr merkt, euch juckt es in den Fingern, ihr wollt ihm schreiben. Dann ist es so wertvoll, entweder eine Seelenbefragung zu machen für eure Seele oder für seine, was er dann auch sagen würde, wie er reagieren würde, wenn du schreibst, wenn er jetzt eine Antwort von dir bekommt, wie es ihm damit geht. Oder buch 15 bis 20 Minuten bei mir. Und je nachdem, ich kenne ja viele schon mittlerweile. Ich habe so mit vielen schon, ja, über ein halbes Jahr intensiven Kontakt. Mit einigen schon viel länger. Ja, bloß ich bin ja erst seit 7 oder 8 Monaten auf YouTube. Und die Kunden, wo mich über YouTube gefunden haben, da habe ich ja viele, mit denen ich von Anfang an in Kontakt bin und die ich begleite. Ja, und bevor ich bei YouTube war, habe ich ja auch die Arbeit gemacht, aber eben nicht öffentlich. Da begleite ich ja auch viele und habe auch schon viele zu ihrem Seelenweg, zu ihrem Seelenpartner. Die sind ja schon zusammen hingeführt, ja. Und deshalb ist es so wichtig, bevor es euch in den Fingern juckt oder bevor ihr zweifelt und einen falschen Schritt macht und der euch wieder monatelang zurückwirft, empfehle ich euch, bucht 15 oder 20 Minuten. Und ihr könnt wieder weitergehen. Okay? So, meine Lieben. Ja, ich möchte es immer wieder euch ans Herz legen, weil es ist so schade, wenn jemand oder wenn ihr, sind zum Glück nur wenig, aber wenn ihr ein Seelengespräch bucht und dann monatelang meldet ihr euch dann nicht, was ja völlig in Ordnung ist. Aber dann schreibt ihr mir, was alles geschehen ist und wie schlecht es euch gegangen ist. Dann sage ich euch, oder mein Gott, wieso tut ihr euch das an? Das müsst ihr doch gar nicht. Das sind verlorene Monate. Das ist eure Lebenszeit. Die könnt ihr doch viel besser gestalten. Ihr könnt doch viel schneller in eurem Seelenwegprozess vorwärts kommen. Und das möchte ich euch bewusst machen. Viele denken, ach ja, ich schaffe das schon irgendwie. Das ist schade und irgendwann geht es euch dann doch so schlecht, dass ihr euch bei mir meldet. Und ich freue mich ja. Bloß dann denke ich immer, oder sag's ja manchen auch, oh mein Gott, wieso hast du so lange gewartet? Okay, deswegen ist es mir so ein Anliegen, dass ich das euch in dem Video nochmal klar rüberbringen möchte. Okay, ihr Lieben, ich danke jedem Einzelnen, dass ihr mir so vertraut, dass ich euch begleiten dürfe.
so liebevoll unterstützen darf. Und manchmal rede ich auch Tacheles, ich weiß. Aber ich darf das bei euch. Und danke, dass ihr es annimmt. Okay? So, meine Lieben. Ja, und mir und meinem Seelenpartner, ja, alles soweit, ganz gut. Ich berichte ja zwischendurch immer wieder. Ich spüre, es fühlt sich so gut an, das möchte ich immer wieder sagen, wie sehr ich bei mir bin, wie sehr ich ihn lassen kann, auch wenn er wieder kurze Rückzüge hat, obwohl er die gerade nicht hat, merke ich gerade. Er meldet sich ja jeden Tag. doch, auch wenn er sich meldet, spüre ich so manchmal die Kontrolliertheit, dass er auch mir mehr mitteilen möchte, wie er mir mitteilt. Das meine ich mit Rückzug. Aber es ist völlig in Ordnung. Ja? Wir genießen die Zeit oder auch die Telefonate. Wir lachen viel. Es ist so, wie es ist im Moment, ganz gut. Auch seine kleinen Rückzüge, wenn ich spüre, dass er sich manchmal kontrolliert bei dem, was er sagt. Ich spüre, dass er mehr sagen will. Es ist okay. Es ist alles okay. Es ist alles okay. Und glaub mir, ich hätte nie gedacht, dass ich da mal hinkomme. Und weil ich das jetzt selber so erlebe, möchte ich das umso mehr euch ans Herz legen. Bleibt dran. Arbeitet an euch. Jeder kann das haben. Jeder. Jeder kann das sein. Okay? Also, meine Lieben. So, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, dass ihr mich abonniert, weiter teilt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gern einen Kommentar, wie euch das Video auch gefallen hat. Schreibt einfach. Okay? Ich hab euch lieb. Tschüss. Eure Sabine Michelle.